Und ruckzuck ist der neue Tag auch schon da. Heute heißt es, körperlich anpacken. Aber ob die nötige Manpower dafür da ist, steht noch in den Sternen. Zumindest für Umbaumeister Flo. Nicole hat eine Aufgabe und ich bin gespannt, ob sie erledigt hat. Wir brauchen nämlich dringend Helfer. Haben jetzt gerade einen Termin mit ihr ausgemacht, um zu gucken, ob die Helfer da sind. Wenn ja, gut, wenn nicht, großes Problem. Keiner da. Sehr gut. Super, Nicole. Stark gemacht. Sehr gut. Hallo an alle. Vielen Dank für eure Unterstützung. So kurzfristig. Super. Sehr gut. Ich würde sagen, wir legen auch gleich los. Dann hoffe ich, dass ihr in 2 Tagen fertig seid damit. Ja. Mit so vielen Leuten hätte ich nicht gerechnet. Super. Stark. Also, wir beginnen. Dieses IKEA-Kästchen weg. Herd, Spülmaschine. Alles weg. Alles weg? Alles weg. Okay. Loslegen. Akkuschrauber habe ich dabei, natürlich. Um es hanseatisch auf den Punkt zu bringen, nicht lang schnacken, anpacken. Pass mal auf, hier sind auch Rollen. Hier könnte man zum Beispiel auch alles einfach in diese Mülltüten reinschmeißen erstmal. Vom zusammengewürfelten Inventar heißt es jetzt Abschied nehmen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass alles raus muss. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich jetzt hier meine Schränke abreiße. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass meine kleine Küche rauskommt. Aber fühlt sich gut an. Neuanfang. Na? Wie neue Blumen, die aus der Erde sprießen. Ich hole jetzt meine Kartons. Na? Genau. In 2 Tagen muss Nicole den Laden ausgeräumt an Umbaumeister Flo übergeben. Denn dann rücken die Handwerker mit einer neuen Küche an. Ach, das Wischen, das macht jetzt ein komisches Gefühl. So ein bisschen Wehmut, aber die Freude überwiegt. Auf das, was kommt, kann Nicole sich auf jeden Fall freuen. Für Flo heißt es in den nächsten Tagen Vollgas geben. Elektrokabel müssen verlegt, Wände gestrichen und Geräte eingebaut werden. Pizzaofen steht schon. Spülstraße steht schon, aber wir haben noch einiges zu tun. Elektrik ist noch nicht fertig, der Pizzatisch ist noch nicht fertig, die ganzen Kühlmöglichkeiten sind noch nicht fertig. Wir machen mal weiter und ihr seht's, wenn es fertig ist. Einige Tage später zurück in Hamburg und es gibt Grund zur Freude. In den letzten Tagen haben Flo und sein Team ganze Arbeit geleistet und den Pizzaladen einmal auf links gedreht. Nicole und Max dürfen also gespannt sein. Und auch der Sternekoch freut sich. Was für ein wundervoller Tag. Happy Day. Warum? Ich weiß, was Max und Nicole nicht wissen. Als ich den Schlüssel abgegeben habe, war ich erstmal vollkommen geschockt. Ich wusste überhaupt nicht, was passiert. Das ist so wie Kontrollverlust. Also ich freue mich tierisch. Ja, ich bin auch gespannt, was los ist. Der Umbau ist fertig. Ich weiß noch nicht, wie es aussieht, die beiden auch nicht. Von daher wird es jetzt eine große Überraschung geben. Na, es gibt auch viel zu besprechen heute und zu entscheiden. Also wird ein starker und wichtiger Tag. Hi. Ja. Hi. Hi. Na? Frank. Wie geht's? Ich bin total aufgeregt. Ich hast bin es total noch nicht gesehen? Aufgeregt. Ich habe gar nichts. Ich weiß überhaupt nichts. Null. Ich hab jetzt nicht einmal hier hingefahren. Nee. Mal geguckt. Nein, nein. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Also von daher. Schauen wir mal, wa? Schauen wir jetzt mal. Gut. Na gut. Here we go. Ladies. Oh. Alter, das oh gibt, nein. Das gibt's auch nicht. Ach, so hat die Ehre, oder was? Ach du meine Scheiße. Oh Mann. Wow. Hammer. Frank, das ist der Wahnsinn. Das zusammengewürfelte Holzinventar wurde durch gastrotaugliche Geräte aus Edelstahl ersetzt. Guck dir das an, ein richtiger Pizzatisch. Oh Mann! Und ein Pizzaofen! Ein richtiger Pizzaofen! Die kleinen Haushaltsöfen gehören der Vergangenheit an. Im neuen Edelstahlofen können bis zu 6 Pizzen gleichzeitig backen. Die provisorische Kühlvorrichtung im Camping-Style weicht einer professionellen Saladette. Ey, das ist ein Knaller. Ich fasse es nicht. Flo, das ist ja der Hammer. Was hast du denn hier gemacht? Hobbyküche war gestern.
Jetzt strahlen die neuen Edelstahlgeräte echte Professionalität aus. Nicole kann ihr Glück kaum fassen. Na, Nicole? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Gut. Ich bin total sprachlos. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, Flo, ich mache dir sofort einen Antrag. Ich heirate dich. Wisst ihr was? Ich habe mit einigen gerechnet, aber nicht damit. Das ist das Schönste. Es ist wirklich das Schönste, was ich jetzt seit überhaupt Jahren erlebe gerade. Das ist ein richtiger Laden. Das ist Wahnsinn für mich. Wahnsinn. Ich habe niemals mit sowas gerechnet. Überhaupt nicht. Hier kann man ja jetzt richtig arbeiten. Hier ist eine richtige Arbeitsfläche da. Es hat jetzt einfach gastronomische Qualität. Es ist einfach nicht mehr irgendwie ein Hobbyladen, Pizza-Hobbyladen, sondern hier kann ich jetzt richtig halt irgendwie einen Gastronomiebetrieb aufbauen. Wir wollten versuchen, so ein bisschen dich auch noch in dem Laden drin zu belassen, dass du dich da auch wiederfindest, dass wir jetzt nicht alles rausreißen, aber dass wir uns quasi auf das konzentrieren, was es unbedingt braucht. Du brauchst eine vernünftige Arbeitsfläche, du brauchst eine hygienische Arbeitsfläche und einen Bereich, der klar strukturiert ist. Das heißt, alles, was mit Lebensmitteln in Berührung kommt, findet da drüben statt. Gleichzeitig haben wir aber gewisse Dinge drinnen gelassen. Deine Oberschränke drinnen gelassen, diese Fläche drinnen gelassen, deinen Schrank hier drinnen gelassen. Damit du dich da drin auch ein bisschen wiederfindest und damit man auch so ein gewisses Gefühl von Zuhause und von Wohnzimmer hat. Das ist einfach so professionell. Das ist ja eine Komplettveränderung. Das ist alles jetzt aus Edelstahl und abwaschbar, hygienisch, Lagerung, tolle Öfen. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Das war für mich absolut unvorstellbar toll. Das ist ein Ambiente, was verbindlich ist. Es hat einen Stubencharakter, also eigentlich bin ich hier bei dir ein Stück zu Hause, aber verspricht verbindlich professionelle Strukturen und professionelle Attitude. Das heißt also, ein richtiger Pizzaofen, wo ich sag mal ganz locker 6, 8 Pizzen reinpassen und im Summa summarum gibt es jetzt keine Ausreden mehr. Habe ich verstanden. Habe ich verstanden. Wenn ich jemals noch mal wieder diesen Satz sagen müsste, ich habe nur 2 Öfen, dann bitte katapultiert mich sofort irgendwie zum Mond, woanders hin, zum Mars und sagt, ey, geh dahin, wo der Pfeffer wächst. Flo, danke schön. Sehr gern. Hervorragend. Ja? Ja. Ich bedanke mich auch nochmal. Sensationelle Arbeit. Sehr gerne. Sehr wirklich. Danke. Tschüss, Frau. Danke, Flo. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss, komm gut nach Hause. Ciao. Wir investieren hier in eure gemeinsame Zukunft. Es ist auch ein Versprechen, was wir dir abnehmen, dass Geld verdient wird und dein Bruder sein Geld zurückbekommt. Und da werden wir jetzt drüber reden. Durch den Umbau ist eine Grundlage für den Neuanfang gelegt. Doch jetzt muss über die 38.000 Euro Schulden gesprochen werden. So, ich glaube, dass du in der Vergangenheit einfach dich sehr auf ihn verlassen und auch so ein bisschen mit so einem leichten Leck mich am Arsch Gefühl erstmal gesagt hast, ist ja mein Bruder, die Kohle ist ja jetzt nicht verpflichtend. Ich bin ja nicht wie bei einer Bank verpflichtet, jeden Monat eine Rate zurückzuzahlen. Richtig. Du baust gerade dein Geschäft um und so und investierst auch. Ja, meine Werkstatt wurde abgerissen. Ja. Und es wird neue Werkstatt gebaut. Das dauert 2 Jahre, bis alles wieder steht. Und für die 2 Jahre habe ich von dem Bauherrn eine Entschädigung gekriegt, dass ich eben so lange erstmal meine Füße stillhalten kann und meine Mechaniker auch. Also ich habe uns so auszahlen lassen. Das Geld, was ich für die Pause bekommen habe, ja, das ist alle. Und fange natürlich jetzt auch an meine Altersreserven wieder ranzugehen. Und das wäre natürlich schon schön gewesen, wenn Nicole jetzt mir was zurück hätte zahlen können. Ne? Ich hoffe, das passiert jetzt. Das ist natürlich auch ein Happen Geld. Ne? Wie viel sind es insgesamt? 35.000. Am Anfang habe ich gedacht, dass ich das Geld auf jeden Fall auch schneller zusammenbekomme. Und dann kam wirklich dieser Moment, wo das Geld nicht da war, wo es gerade für die ganzen Fixkosten reichte. Aber ich bekam ja auch keinen Druck. Aber ich merkte auch, dass er halt im Endeffekt das Geld jetzt auch braucht. Also dass es jetzt auch so ist, dass er das Geld auch vermisst. Ich kann mich jetzt nicht mehr irgendwie darauf ausruhen, dass es mein Bruder ist, sondern ich werde es jetzt einfach so handeln, wie wenn ich von der Bank ein Darlehen bekommen habe, was ich jetzt ab Punkt X zurückzahlen muss.
Und das ist sehr, sehr wichtig, denn du brauchst einen Neustart, du brauchst einen Neustart, ihr braucht alle einen Neustart. Wir haben jetzt eine gute Voraussetzung, aber es müssen auch Voraussetzungen der Rückzahlungsmodalitäten erfasst werden. Ja. Und die möchte ich schriftlich haben, die ihr beide unterschreibt. Mhm. Machen wir. Ja, sonst geht ihr daran kaputt. Ich mache einen Vertrag, den du mir unterschreibst. Ja. Ja. Also ich glaube, das ist für unsere Beziehung schon gut. Und das, was Frank gesagt hat mit dem Vertrag aufsetzen, finde ich, ist schon eine Lösung, so dass sie das Ding vielleicht immer vor Augen hat und doch mal weiß, es ist doch nicht immer alles so langläufig, wie sie sich das vorstellt. Ne? Dann brauchst du eine Hilfskraft. Ja, ich habe schon eine Anzeige aufgegeben, aber da kam irgendwie nicht das richtige Personal. Also ich habe mich auch schon bei meinen ganzen Bekannten umgehört. Ja. Also das ist im Moment ein bisschen schwierig. Ja, so, ich habe da im Moment. Auf jeden Fall brauchst du eine Hilfe. Die musst du suchen. Weil wir haben auch bald das große Finale und wir wollen den Menschen allen zeigen, dass du es jetzt verstanden hast. Generell will das ich Geschäft auf jeden Fall. Das Geschäft muss jetzt zu zweit gemacht werden. Ich will auf jeden Fall, generell werde ich auf jeden Fall halt, also für den ganz normalen Ablauf, werde ich auf jeden Fall eine Person einstellen. Das werde ich machen. Gut. So. Das Testessen, was jetzt kommt, kann nur unter der Prämisse laufen, dass ich jemanden habe, der mir zuarbeitet, beziehungsweise ich mich nur aufs Backen konzentriere. Jetzt hast du einen schönen Laden, jetzt sind die Voraussetzungen da. Ja, jetzt muss das auch gelebt werden. Und jetzt schütteln wir uns mal ganz kurz und dann machen wir den Ofen an und dann werden wir kochen. Ach, cool. Ja? Gerne. Okay. Super. Das von mir, Schatz. Ich freue mich gleich tierisch in der neuen Küche zu kochen, weil das sind alle so neue Geräte und da kriege ich gleich auch schon mal mit, so wie kurz die Wege sind, wie anders das wird, wie professionell sich das anfühlt. Und ja, ich freue mich tierisch drauf. Ich will endlich loslegen.